Bereit? Ja. Jo. Dann starten wir in 3, 2, 1 und Start. Dilek. Dankeschön. So, am Anfang sehen wir jetzt, wie die Intro Stage bei Mega Man X1 gemacht wird. Die ist jetzt nicht wirklich atemberaubend, ist ein bisschen nach vorne gehen, an entsprechenden Stellen Schaden nehmen, damit man am Ende den Boss besser skippen kann. Vielleicht kann der Fire oder Berlin ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, also es geht darum, dass man am Ende der Szene auf jeden Fall nur maximal 3 HP hat. Müssen uns jetzt gerade erstmal auf Mashen konzentrieren, er und ich. Weil mit 3 HP sozusagen erreicht man, dass dieser Boss, Vile heißt der, einen direkt, wie sagt man so schön, Stunt. ja, sozusagen bannt, dass du da nicht mehr dich bewegen kannst. Hättest du mehr als 3 HP, also 3, 2, 1 brauchst du. Und hast du mehr, dann musst du dementsprechend noch Treffer abbekommen von ihm, bis er dich dann packt. Ja, und deswegen versuchen wir immer, mit in welchen auch immer, unsere HP runterzubekommen. Da gibt es die Taskers, die ich zum Beispiel jetzt benutze. Ich habe die ohne gemacht, weil die Bienen, die entscheiden quasi, was man macht. Genau. Und ich hatte noch 5 HP und habe noch HP dazu bekommen. So, jetzt müssen sie zwei Fahrzeuge zerstören aus dem Flugzeug, was auch immer. Genau, aus dem Schiff kommt der Wal sozusagen, dieser Miniboss. Und hast du jetzt mehr als 3 HP, würde er dich attackieren. Und da du, oder da wir beide weniger haben, kommt er sozusagen sofort mit seinem Elektro. Oh. Und da ich normalerweise splitte, habe ich jetzt Start gedrückt. Naja, gut, dann hat Fallen wahrscheinlich einen kleinen Vorsprung. Ja, du warst erst ein kleines Stück vorne, jetzt ist Fallen ganz minimal vorne, also tut sich nicht viel. Ist euch das schon mal passiert, dass Weil euch getötet hat? Ja, einmal, zweimal, dreimal, 5000 Mal. Ja, es passiert schon. In jeden 20. Run, 30. Run springt er auf einen rauf und tötet einen. Also, das kann man nicht beeinflussen. Das ist so. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, bis man die ersten 8 Roboter getötet hat und das Hadouken quasi geholt hat, möchte man nicht sterben. Außer man bekommt ein extra Life gedroppt. Ansonsten wird es ein Problem für den Mann. Genau, da muss man noch ein extra Leben sozusagen generieren, damit man dann später kein Problem hat, um den Hadouken zu bekommen. So, wir sind dann jetzt beim ersten Boss angekommen. Genau, also wir sind jetzt in Den der Schildpinguin-Stage. Kältepinguin, der Kältepinguin. Icy Pinguigo, wie sie ihn nennen in Japanisa. Ja, wie gesagt, und Chill ist auf Deutsch Kälte oder ähnliche Synonyme. Und weil wir hier ein deutscher Marathon sind, deutschen wir sich ja auch gerne mal alle Wörter ein. Was jetzt interessant ist, ist, gleich kommt das erste Upgrade, was man im Mega Man X auf der Originalversion nicht umgehen kann. Es gibt aber einen Mobile-Ableger vom Mega Man X, wo man das Upgrade überspringen kann. In dem Remake, dem Maverick Hunter X, was für PSP damals rauskommt, wurden ja auch die Kapseln und alle verändert, sodass man auch ohne den Dash, so heißt der, auskommen kann. Also das Spiel auch ohne Dash weiterspielen kann. Ja? Da gibt es halt so ein Remake, das nennt sich Maverick Hunter X, das wurde von Capcom gemacht. Und ja, das war für die PSP. Da wurde vieles verändert. Es gibt auch, ich glaube, zwei Leute, die haben eine eigene Kategorie erfunden, Dashless. Genau, das war der Supernama. Und dann gibt es noch eine weitere. Welche andere Kategorie meinst du? Ne, ich meine jetzt, dass zwei Leute die eine Kategorie ran. Ah Ich ja, glaube, genau. Supermana und noch jemand. Super und Tokio haben das, glaube ich, auch schon mal Ja, gesprochen, genau. genau. Dashless bedeutet also, das ganze Spiel ohne einen Dash zu spielen. Also ohne
dashmäßig sich zu bewegen. Weil man es einfach nicht kann, oder? Nee, weil man einfach, das ist eine Herausforderung. Achso. Kann man ja auch dann direkt sagen, Basta Oni nur mit dem gelben Blubbel. Das geht ja nicht. Was? Den Endboss würdest du nicht gekillt bekommen. Ja, das wäre dann wieder Ausnahme. Kennst du das doch. Und wir sehen gerade, dass Berlin wieder vorne ist. Der hatte einen besseren Pingu-Fight. Hatte ich? Der war so schlecht. Meiner war auch ultra schlecht. Okay, na gut. Wenn es so also, ist, dann... Die Stage war ultra schlecht bei mir. Ich habe mich zweimal treffen lassen beim Hochklettern. Ah, okay. Nach dem Pinguin geht gerade Fallrin zu Boomer Kuvenge und Berlin gerade zu Storm Eagle. Was, du spielst Iceless? Ja. Ja. Wusste ich gar nicht. Okay. Alles klar. Oh mein Gott. Also, wir ändern jetzt die Routen. Fallrin spielt die deutlich schwierigere Route. Und versucht mit einem Trick das Herzcontainer zu bekommen, den es in dieser Stage gibt. Und ich spiele die einfache Route. Und deswegen... Wir werden ja sehen, wer schneller ist am Ende. Eigentlich hat er, wenn er es richtig gut macht und Carpet auch hinbekommt, ist er definitiv schneller. Aber wir werden sehen. Genau wie trotzdem gesagt. Ist deine PB höher, also besser. Obwohl du eigentlich... Obwohl du Iceless und Carpet hast? Das ist komisch. Ja, ist halt... Ich bin nicht so aktiv, ne? Du musst aktiver werden! Ja! Alles gut. Hauptsache, du kriegst Iceless relativ schnell. Würde ich mich freuen. Hör doch auf. Nee, ernsthaft? Nee, wirklich? Eine interessante Sache zu Boomer Kuvenge. Ist einer der nervigeren Bosse. Für Casual-Spieler zumindest, auf jeden Fall. Irgendwie hat es so eine Angewohnheit in den ganzen X-Games, dass die ganzen Käfer gerne mal gemeine Bosse sind. Im X2 ist es ja der Magna Centipede, ja. Ja. Centipede mit seinem Teleport. Und das, glaube ich, war das, was du sagen wolltest, ne? Ja. Dass die meisten Käfer in den Mega Man X-Spielen sehr gerne einen Teleport durchführen und dann wieder woanders auftauchen. Und das kann nervig sein und am Ende dich auch umbringen. Ja, in X3 ist es ja, hier der Gravity Beetle ist auch relativ nervig. Relativ, in Anführungszeichen. Das geht. Second try. Nice. Eagle Dive. Luke schreibt gerade was Schönes, sie lässt sich jetzt aktiver werden. Beziehungsweise Activia. Activia? Das ist doch ein Joghurt. Ab der Hälfte der HP kannst du einfach in der Mitte stehen bleiben, bei Kuvenga. Weil der portet sich immer so seitlich. Genau, also wenn er aufhört sozusagen auf dich zuzurennen, wenn du mit ihm getanzt hast, wenn er das ja Kuvenga dance, dann fängt er an sich zu teleporten und wenn du in der Mitte stehst, dann hast du eigentlich kein Problem. Dann musst du nur nach rechts und links schießen. Ich will mal splitten, wa? Ja. Hast du auch den Startknopf gedrückt? Zum Glück nicht. Ja, am Anfang. Okay, dann musst du jetzt nur noch Carpet bekommen. Ich hoffe, ich bekomme Carpet. Ich liebe den Trick. Also einfach nur auszuführen. Jetzt nicht wegen der Zeit, ich liebe ihn einfach auszuführen. Ja, und vor allem halt in der Sicht, du zeigst den Leuten natürlich einen extrem schwierigen Trick. Den kriegt man ja auch nicht so oft hin. Jetzt mal auf Nummer sicher gegangen, dass ich bei der Kapsel nicht runterfliege. Okay, hab ja, nicht das bekommen. Ist auch mal öfters passiert. Das ist ein richtig blöder Sprung. Ja. Es gibt die Möglichkeit, nach links zu gehen und dann alle Blöcke zu zerstören, aber ich habe da jetzt keinen Bock drauf gehabt, dass ich da runterfalle und mich selbst umbringen muss, damit ich das normal machen muss. Ich hänge da auch gern mal und dann hat man da die ersten zwei Blöcke irgendwie kaputt gemacht und versucht da verzweifelt irgendwie reinzukommen. Genau. Bringt man da wie ein Blöder hin und her. Also was man auch noch sagen muss, genau.
Ich wollte nur sagen, was man auch bei der Entwicklung von Mega Man 1 gemacht hat im Vergleich zu anderen Spielen von den Mega Man Classics. In dem Moment, wo du einen Boss besiegst, kann es sein, dass sich auch die Stage ändert. Wie zum Beispiel hier beim Mammoth, der eigentlich eine Lava-Stage ist, ist dadurch, dass du den Eispinguin getötet hast, ist daraus eine Eislandschaft geworden. Also ist alles eingefroren worden. Das haben die bei vielen Bossen gemacht. Dazu gehört auch zum Beispiel, wenn du Octopus später besiegst, dass du dann auch Wasser in bestimmten Bereichen hast. Ja, das nur als Hinweis. Das haben sie bei X2 dann aber wieder verworfen gehabt. Schade eigentlich. Das ist eine ziemlich gute Geschichte gewesen. Aber das nur als Hinweis, dass normalerweise das eigentlich eine Lava-Stage ist hier in Mammoth, aber durch den Pinguin-Kill ist es halt keine. Um weiterzumachen, der Flame-Mammoth ist der Flammen-Mammut und Fyrin ist gerade beim Sturm-Adler. Storm Eagle. Storm Eagle ist ein Punkt, wo man sehr oft resettet, weil der sehr, also er kann auf dem Boden bleiben oder hoch und runter gehen oder er kann hochgehen und dann diven, also sozusagen. Ja, so eine Sturzattacke machen. Genau. Und wieder nur am Diven ist bei mir. Ja, bei mir waren es 5 Dives. Bei mir waren es 5. Bei dir sind es wahrscheinlich die kompletten 8 oder 9, oder? Ah, der ist wieder hochgegangen. Dieser Sack. Ja. Dieser Sack. Ja, ist auch so, dass man kennt das auch. Dass der ist, oh man Gott. Kann das auch nicht wirklich manipulieren, glaube ich. Nein, nee, kann man kannst nicht. Du gar nicht. Überhaupt nicht. Leider. Nicht wie bei Centipede, wo du manipulieren kannst, dass der was macht. Man verliert ja relativ viel Zeit. Ich würde jetzt einfach so mal 20 Sekunden schätzen, also vom Besten zum Schlechtesten. Ja, das stimmt. Wenn er Volldive macht und anschließend wieder, nachdem er dich kurz antäuscht, wieder hochgeht, dann ja. Berlin, du hast gerade den Anfangsclimb beim Boomer Kubanga besser geschafft als Byron. Byron hatte da so einen kleinen Hänger drin. Ja, das ist bei mir immer Glück. Also manchmal kriege ich den Support hin und manchmal habe ich halt verkackt, sage ich halt mal, und brauche da noch ein paar Anläufe. Aber komischerweise geht der immer momentan. Also habe ich nicht so viel Probleme. Hatte ich schon öfter größere Probleme. Von daher war das jetzt gerade einfach nur Glück. Oder können? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Werdet ihr nachher bei Dingsens, wie heißt der, bei diesem komischen Robo, der aus zwei Teilen besteht, den Eistrick machen mit den Hadouken, oder? Ne, da nicht. Also ich zumindest nicht. Ich werde einen Trick benutzen, der Dumduken nennt, der sich Dumduken. Ach, den Dumduken, nee, natürlich. Den habe ich leider nie gelernt bisher. Hab's mal paar Mal probiert, aber leider weiß ich noch nicht den Setup. Also gehe ich auf normalen Setup. Das heißt, ich warte, dass er runterkommt und dann kill ich ihn. Hoffentlich kommt er gleich diagonal runter, dann ist alles gut. Der D-Rex. Wie ich auch damals beim Casual-Spielen gedacht hatte, wie dieser scheiß Boomerang funktioniert. Bei mir ist er am Anfang immer nur nach oben geflogen. Bis du dann herausgefunden hast, dass er auch nach unten sich bewegt, wenn du springst. Ja, ich dachte, man muss dabei nach unten drücken. Hab dann immer nach unten gedrückt, wenn ich springe und den Ding abfeuere, deswegen hat es dann irgendwann gefunkt. Meine Frage, was muss man alles zu 100% machen? Du musst alle Herzen einsammeln, alle Container, alle Upgrades und... Alle Rüstungsteile, ja, und das Hadouken. In späteren Teilen ab X3 ist es dann ein bisschen umfangreicher geworden. Da kamen dann halt zu den einzelnen Rüstungen her 8 Herzen und 4 Energietanks noch die 4 Gundam Suit Herzen dazu. Bei X4, was war da? Gab es da nicht die verschiedenen Rüstungen? Oder? Ich glaube, die Rüstung musstest du da einsammeln. Ja. Boah, hier kenne ich mich nicht so. Was denn? Ich bin gerade ein bisschen sehr müde. Ja. Ich wollte gerade eben den Mammut Hadouken. Jetzt schon? Einfach runterher gedasht und wollte Hadouken machen. Das ist eine Technik, die macht man in der vorletzten Stage für alle Leute, die es gerade zuschauen. Das ist sozusagen, wie man später mit ihm kämpft, aber... Aber ich finde es schön, dass sie eins übernommen haben. In Classic Mega Man 1 hatten sie das ja auch gemacht, dass die Mavericks innerhalb einer Stage immer wieder auftauchten. In X1 haben sie es ja genauso gemacht gehabt. Die Refights meinst du, ne? Ja, genau. Nachher kam er erst in X2 und in Mega Man 2 halt die Maverick X... Capsules. Also was ich schade finde bei Mega Man X2 und Mega Man X3 ist, dass sie diese sogenannten Räume gemacht haben, wo man alle kämpfen kann, und hier bei den
Mega Man X1 haben sie Stages drum gebaut. Also das finde ich besser. Ja, wie gesagt, das hatten sie ja bei Mega Man 1 auch gemacht und bei ab Mega Man 2 haben sie auch diese Räume gebaut. Sorry. Kein Problem. Byron, wolltest du was sagen? Nee, ich wollte nur sagen, ja, hast recht, dass es schöner war, dass die Stages rumgebaut waren. Also um die Refights genau, quasi. Genau, dass sie sozusagen eine Stage gebaut haben. Und nicht einfach einen Raum, wo man dann gegen alle kämpft. Also ganz ehrlich, ist echt ein bisschen einfallslos. Der Boss-Rush. Ich fand die Bosse, wo sie halt aufeinander stapelten, besser persönlich als bei X1. Aber wie gesagt, das ist ja Geschmackspräferenz. Und Berlin scheint etwas vorne zu sein, aber das ist momentan noch schwer zu sagen, weil beide eine andere Route gewählt haben. Ne, momentan müssen wir. Wir sind gleich. Wir müssen jetzt bei Mandrill sind wir jetzt auf der gleichen Ebene. Also ja. Wir spielen beide ab 5. Mandrill. Ja, dann ist Berlin minimal vorne. Aber dein Mandrill-Fight sieht ein bisschen schlecht aus. Meiner? Ja, du hast ein, zwei Fehler schon gemacht gehabt. Ja, ich mache auch Fehler. Ja, ich habe zwei Fehler gemacht, glaube ich. Aber ist okay. Wir haben ja ein Race. Ich muss ja auch so spielen, dass der Fireman auch mitkommt, ne? Ich eine Chance habe. Es kann, in einem Race kann immer alles passieren, von daher. Das stimmt. Ich weiß noch damals, wie ich Berlin Jude aufgenommen habe. Wie er in seinen Korb zu mir geschifft ist. Ich angefangen habe. Mit einer Stunde. Ja, ich auch. Ich habe Stunde 10 oder so angefangen. Jetzt kommt der Armored Armadillo, der ist, wenn man die Schwäche von ihm nicht hat, recht nervig, weil er halt alle Schläge abwehren kann. Ja, wenn du Buster Only gegen ihn spielst, kann das echt nervig sein. Gott. Man könnte übrigens noch eine andere Route gehen. Genau, es gibt noch die Waterless-Route. Das bedeutet, man macht Stinkermin als 5. und kriegt dadurch die Möglichkeit, unverwundbar zu werden, genau. Also das macht vieles leichter, wenn man diese Route macht. Dafür ist aber ein Herz, das man dort holt, super schwer. Deswegen macht man das eigentlich nicht mehr so oft. Nur noch die alten Runner spielen diese Route, die es damals so gelernt haben. Da gibt es halt eine Möglichkeit mit dem sogenannten Pinguin Charge und dem Boomerang zusammen einen Herzcontainer zu holen, den man mit der Route, die wir machen, mit Wasser holen kann. Also das ist sozusagen einfacher. Warum sich ihr jetzt wundert, warum wir da oben jetzt kurz diese Energie angesehen haben, da wird irgendwann, wenn die alles eingesammelt haben, nach mehrmaligen Betreten dieses Stages oder mehrmaligen Sehen dieses Bereiches etwas auftauchen. Genau, da kommt dann der, wie nennt man das? Die Secret Attack. Das Gimmick, ich wollte sagen, das Gimmick, das Capcom eingebaut hat. Der One-Shooter. Für 98% aller Gegner. 90. Da gibt's einen, den letzten. Ja, ich habe das Herz nicht eingesammelt, ich hab's verpasst, aber ich muss da gleich eh nochmal rein, deswegen ist das halb so schlimm. Ist nicht so schlimm, wenn man das beim Dillo verpasst. Da hat man noch 4 weitere Chancen, das zu holen. Und da ist das kein Problem. Der hat übrigens eine ganz schlimme Stimme, dieser Octo in dem Remake von Maverick Hunter X. Ja, ich hab's einmal durchgespielt, einfach weil es sein musste. Bei Mega Man. Ja, bei Mega Man. Ich habe auch inzwischen sämtliche Mega Man Teile durch, selbst die ganzen ROM-Hacks mit Mega Man, First Chaser, X, Air Sliding etc. Echt. Die Zeiten sind zwar schon komplett für den Arsch. Aber du hast es durchgespielt. Aber ich hab's durch. Gut.
Ich bin halt einfach mal gespannt, ob noch mal so ein Classic Mega Man kommen sollte oder nicht. Da ist ja jetzt momentan bei der Classic Serie, spielen ja alle 46 Robot Masters, das ist Mega Man 1 bis Mega Man 5. Und das ist auch sehr spannend zu sehen. Ja, bis 6. Bis 6, ne? Genau, ja. bis 6. Das ist auch sehr spannend zu sehen. Also wenn man dann sieht, wie die dann nur die Bosse fighten, dann das Spiel resetten oder umstellen. Das ist, glaube ich, fast ein 2-Stunden-Race. Bist du fast gestorben? Er wäre fast in den Stacheln unten beim... Bist du fast gestorben? Ja. Oh, ein Whirlpool, obwohl ich ihm die Arme abkappen will. Das gibt's da nicht. Das war auch so eine schöne Mechanik in X1, dass du mit der Waffe von Boomer Kuvenga zwei Bossen ein bisschen massakrieren konntest. Einmal den Octopus und einmal das den Mammut. Genau. Das Gute ist, wenn man den Octopus seine Arme abschneidet, dann kann er nicht mehr eine Attacke machen, die Whirlpool heißt, wo er unverwundbar ist. Und beim Mammut, naja, da kann er nicht mehr Feuer speien. Also, das ist uninteressant. Das ist nur lustig anzusehen. Ja, dann keinen Rüssel mehr hat. Naja, ich hätte fast vergessen, wo ich hin muss. In die nächste Stage am besten. Ja, das meine ich ja. Gerade überlegt, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Der Steam Chameleon Fight ist auch ziemlich geil, wenn man ihn perfekt macht. Der einfachste Fight, den man schon als kleines Kind verstanden hat. Nein, der einfachste ist für mich immer noch Sparkman Drill. Okay. Also ich finde den einfacher. Ich fand Sparkman Drill immer einfacher. Du standst da als Casual-Spieler. Leute, war blob, blob, blob. Okay, das stimmt, ja. Immer einfach draufgeschossen. Kennst du die Technik von Luis bei Chameleon? Die hat er damals mal benutzt. Ich weiß nicht, ob der die immer noch benutzt, dass er mit einem Charge reingeht. Ja. Ist die schneller? Kenn ich. Nur Frames. Okay. Leider nur Frames schneller. Also nur für Frames. Ich hab den Toe, Iron. Das ist so eine Insider-Geschichte. Wenn man es schafft, bei der Kapsel, die ich jetzt gerade berührt habe, oben drauf zu kommen, hat man den Toe. Das ist einfach, das bringt keine Zeit, aber das, man sagt dann immer, dann ist der Run confirmed. Also das heißt sozusagen, dann ist der Run bestätigt. Wenn man den nicht hat, muss man resetten, sagen die immer. Aber ist nur ein Scherz. Nicht ernst gemeint. Ist der auch ein Marathon-Racer, resettet man nicht. Ich fand die Stage halt immer ein bisschen nervig, besonders diesen Untergrundpart halt mit den Leuten da. Ja, aber die ist ja nur dann wirklich nervig. Oh, ich bin auch! Hast du den auch? Cool. Die ist ja, nur dann nervig, wenn man nicht, wenn man wie du Buster Oni macht und dann die ganzen Steine runterkommen, ne? Ja, die Steine kommen ja nur runter, wenn man den Typen da oben ja nicht kaputt macht. Genau, und du, wenn du sagst Buster Oni, dann gehst du ja nicht hoch, oder? Doch, klar. Ah, oh, okay. Das muss man nämlich nicht machen. Für Buster Oni 100% klar. Ach so, 100%, stimmt. Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf gehabt, richtig. Na, dann ist sie aber nicht so nervig, die Stage, oder? Ich mag sie immer noch nicht, trotzdem. Ich mag die Typen halt nicht, weil ich die Typen halt nicht, wie ihr mit dem Schild von Armadillo abwenden kann, sondern über jeden rüberhüpfen müsste oder kaputt schießen müsste. Weil ich dann, die Waffe ja an sich nur benutzen dürfte, um an die Extras ranzukommen, zum Beispiel an den einen Energietank in Sparkman Drill Stage dürfte ich die Waffe halt nicht benutzen, deswegen. Ja, verstehe. Das heißt einfach in der Hinsicht, die nervt dich, weil du die ganze Zeit bongst, also gegen diese Gegner knallst. Ja, ja, und das unnötig das, HP verliere. Genau, das ist nervig, das stimmt. Was wir vorhin übrigens beim Roboter gemacht haben, ich weiß nicht, ob der auch 18 mal schießt. 18? Ja, genau, wir haben 18 Boomerangs haben wir reingeschossen, damit wir genau genügend Boomerangs haben, um den Chameleon mit einem letzten Dash-Shot dann anschließend zu killen. Also wir haben genau genügend Boomerangs, um ihn zu besiegen. Wenn man, wenn man sicher sein... Ist auch eine schöne Mechanik, wenn man dasht, während man der gelbe Blubbel unterwegs ist, ist er so stark wie der blaue oder wie der grüne? In den meisten Fällen ziehst du dann zwei ab. Genau. Anstatt ein. Also der blaue Charge ist natürlich einfach stärker und der grüne ist einfach sowas wie, wenn man einfach den normalen Schuss macht meistens. Außer bei Bossen. Aber
Naja, da gibt es noch diese Mechanik mit den Dashlemons. Das nennt man, also Dashlemon nennt man den Schuss, wenn man sich schnell bewegt und anschließend den Schuss macht. Und der zieht halt doppelt Schaden ab. Warum auch immer. Das wurde einprogrammiert von den, ja, Producern, sag ich jetzt einfach mal. Warum auch immer. Es hilft uns auf jeden Fall als Speedrunner. Wie gesagt, man ist sich auch noch nicht sicher, ob in X2 und X3, ich nenne ihn halt den Nova Jump, andere nennen ihn anders. Diese Mechanik nach dem, wenn man gedasht ist in der Luft, Schuss absetzt, kann man wenn man Spell Perfekt macht, nochmal in der Luft dashen. Genau, den Neon Jump. Ich nenne ihn halt immer Nova Jump. Der ist gar nicht so schwer zu lernen, habe ich gehört, aber habe ihn bisher noch nicht gelernt, aber... Der ist einfach. Er ist auch leicht. Wie gesagt, jetzt bei diesem Event konnte ich ihn halt nicht ausführen, weil ich die PAL-Version gespielt hatte und dafür halt ein paar Frames weniger zur Verfügung habe und dann ist er halt schon ein bisschen schwieriger. aber worauf ich halt hinaus wollte, ist halt, dass nicht bekannt ist, ob er extended ist oder nicht. Also, wir sind jetzt sozusagen nochmal in diese Stage gegangen von Dillo. Oder wir gehen noch, ich weiß nicht, wofür du willst, Firen. Ich bin auch schon drin, ja. Wir gehen dahin, um ein Special Attack zu bekommen. Dafür müssen wir diese kleine HP-Kapsel fünfmal sehen. Ja? Einige streiten sich darüber, ob wir die HP-Kapsel sehen müssen. Andere sagen, das ist dieser Ledge, also sozusagen dieser Untergrund. Ob man die sehen muss. Aber auf jeden Fall müssen wir fünfmal das da oben sehen, damit wir einen Secret Waffe sozusagen freischalten. Ja, ich musste mich gerade konzentrieren, weil ich gerade die blöden Vögel gespawnt habe. Ich darf nicht runterfallen von dem Card, dann verliere ich eine Menge Zeit. Und das ist ein Gimmick, weil Capcom hat auch Street Fighter und Street Fighter 2 gemacht und einige Mega Man Spiele, Mega Man 1 und Mega Man 2, haben sogenannte Spezialtechniken aus diesem Teilen von Street Fighter 2 und das werdet ihr dann auch gleich sehen, wenn wir dann soweit sind. Und deswegen bringen wir uns gerade um und deswegen brauchten wir genau 3 Leben, weil wir sind einmal am Anfang in der Dillo Stage gewesen, haben den gesehen und jetzt bringen wir uns dreimal um und mit dem 5., also wenn wir 0 Leben haben, müssten wir normalerweise die Kapsel, die wir brauchen, auch sehen. Aber wir brauchen volle HP und alle Upgrades und alle Herzen, genau. Und alle Container. Also boah. Bis zu diesem Zeitpunkt muss man 100% eingesammelt haben. Genau. Ja. Und das habe ich getan. Und die richtig guten Speedrunner, die machen so riskante Visits, dass die manchmal selber nicht wissen, ob sie ein Visit, so nennt man das, geschafft haben oder nicht. Ja? Du bist schon gute 50 Sekunden oder so vorne. Echt jetzt? Ja. Und das ja, denn? Circa. Okay. Eine halbe Minute würde ich auf jeden Fall schätzen. Ja, ein Visit sind ungefähr 40 Sekunden. Du hast einen Visit verpasst? Nein. Okay. Nein, von nur weiter. Okay. Aber kann sich immer noch alles ändern. Unerwartet, genau. Könnte er jetzt Millionen Schaden nehmen und seine Hadoukis nicht mehr rausbrennen, sein Controller versagt. Nimmst du Leap of Fate? Nee. Hey, bin ich wahnsinnig. Komm schon. Was versuchst du? Den Leap of Fate, das ist eine Technik, wo man blind in die Plattform reinspringt, um sozusagen schneller nach oben zu kommen. Ja, das ist so ein bisschen riskant, wenn man nämlich diese eine Plattform nicht bekommt, springt man in den Tod. Und das nennt man Leap of Faith, sozusagen, der Sprung in den Tod. Und wenn er den bekommt, dann seht ihr gleich eine richtig gute Aktion. Ich habe es nicht gemacht, weil mir das zu riskant ist, weil ich da auch lange nicht mehr diesen Sprung gemacht habe und er mir auch keine Zeit bringt. Weil normalerweise macht man diesen Sprung nur, um Zeit zu gewinnen, weil dann ist man schnell genug, um die oberste Plattform zu skippen, also noch da durchzukommen. Ich hab's hinbekommen. Hast du hinbekommen? Ja. Sehr schön. Und bist du auch durch die Plattform, an der Plattform vorbeigekommen? Ja. Na, dann habt ihr jetzt in der Ansicht, hat er 3 Sekunden oder 4 Sekunden gespart.
Und da ich das noch nicht kann, mache ich keinen Leap of Faith, weil bringt mir nichts. Ich schaffe es nicht schnell genug die Wand hoch und dann würde ich eh vor der Plattform stehen. Nein! Hast du eine HP-Drop gehabt oder was? Nein, ich hab den Skip nicht hinbekommen. Das war vielleicht ein Pixel kurz, dran vorbei. Bist du kurz gesprungen? Ist mir beinahe passiert. Das war wirklich ein Pixel, wenn überhaupt. Ist mir auch beinahe passiert, also ich weiß, was du meinst. Den Skip haben die Leute bei mir gesehen und Fireman hat ihn leider nicht hinbekommen. Man kriegt den Skip dann hin, wenn man in die Tür reinspringt, ohne dass man den Boden berührt. Ja? Fireman schafft das eine, verkackt das andere. Ich hasse den kleinen Benny 100% fast ohne Spiele, wo du gerade bist, Benny. Den Tiki Climb nennen wir ihn, weil Tiki den perfektioniert hat. Tiki ist ein Mega Man X-Runner. Oh, mein Kuvenga hat geteleportet. Sehr gut, sehr gut. Ja, weiter so. Ah, naja, das ist jetzt nichts Relevantes bei dem Zeitvorsprung momentan. Er wurde getroffen. Ja, ich konnte ihn nicht Hadoken. Ich spiele jetzt gerade mit den Toming Torpedos, weil ich meinen einen Subtank nicht verlieren möchte, den ich noch hatte. Also hat Fire noch alle Zeit der Welt aufzuholen jetzt? Definitiv. Jetzt ja. Dass es ausgerechnet im Race passiert, ist wieder so typisch gewesen. Einem muss es ja passieren. Ja, ja, alles gut. Ja, kein Problem. Soll ja spannend bleiben, ne? Und jetzt kommt gleich die Spider, die für einige Leute Casual auf jeden Fall für Frustration gesorgt hatten. Definitiv. Any Percent ist der immer noch. Any Percent? Ja, das ist immer noch Spider sehr anspruchsvoll. Der wird auch immer schneller und. Ja. Genau, wenn du den dann mit Eis besiegen musst und der dann immer schneller wird, das ist schon sehr schwer. Ne, Stream läuft noch, Mivu. Stream ist tot? Nö, ist er nicht. Mivu wäre übrigens der dritte Runner gewesen, den wir gerne in dem Race gehabt hätten. Der aktuell beste Deutsche. Ah, der kann nicht, weil es so spät ist. Ist aber im Chat. Genau. Nein, zu früh. Also Mivu ist der aktuell beste Spieler in Mega Man X 100%. Hat eine 37-22. Oh Gott. Schade, dass er nicht mitspielt. Er ist definitiv derjenige, der Mega Man X am meisten verfolgt. Könnt ihr jetzt noch einsteigen, vielleicht wird er euch noch überholen. Ich denke nicht. Kannst probieren, vielleicht findet ihr einen Glitch, dass er gleich bei Sigma rauskommt. So wie bei Super Mario World. Ja, aber dann hat er keinen 100%. Na, vielleicht findet er den Glitch mit 100%. Weiß man ja nicht. Er benutzt Passwort. Ja, genau. Das Passwort. Dann macht er den Hadoken da. Mivu. Gott, leck mich am. Tschö. Fire verkackt gerade beim Pinguin. Ich hab beim Igel verkackt. Verkackte Pinguin. Nie passiert mir das, dass er mich trifft. Also beide sind nicht in ihrer Höchstform, beide hätten wahrscheinlich schon dreimal resettet. Ja, fünfmal. Der Climb läuft bei Berlin gerade nicht so toll, um bei dem komischen Gesicht zu landen. Ich vergesse immer den Namen von Rangler Bangler. Ich wusste, dass das irgendwas Dämliches ist. Byron ist jetzt geschätzt nur noch 5 Sekunden hinten. Und er kann bestimmt Hadoken. Er kann Hadoken. Oh wow, RNG, ne? Ja, die ist sehr gut. Kann man die Nase in der Theorie auch verducken, oder? In der Theorie, ja.
Mit da kann man Air Dash machen. Air du. Air Hadouken. Fallrim ist wieder vorne. Ja. Eine Sekunde, zwei Sekunden maximal. Ich hab zwei Hadoukens bekommen. Boah. Ja. Ich konnte nicht Hadouken, weil ich kein HP hatte. Ich hab nur einen Subtank, den will ich mir nicht versauen. Also ist mir zu gefährlich. Warum hab ich denn zwei volle noch, obwohl ich einen benutzt habe? Ja, hast du drei oder was? Ja. Er hatte zwei, drei Viertel. Meine Güte, der Glückspilz. Nein! Kommt nicht jetzt nicht der Skip oder sowas? Ja. Der wäre der gekommen, Skip. Ja. Bei mir ist er gekommen. Okay, dann bist du wieder Berlin vorne. Berlin ist wieder vorne. Jetzt haben wir hier ein richtiges Race, ja. Hin und her geht's hier. Ich hasse das. Immer diese einen Pixel, den ich zu viel gehe, ne? Ja. Ich habe extra jetzt ein bisschen HP gefarmt, um vielleicht den Trick zu zeigen, dass die Leute, die zuschauen, den Air Hadouken vielleicht sehen. Ich habe extra mir ein bisschen Zeit gelassen. Ich versuche auch Air Hadouken. Ich habe es nicht hingekriegt. Bin zu blöd. Ja, ich bin richtig blöd gerade. Ich hab's auch nicht hinbekommen. Ja. Also, das war der Trick, Leute. Und das war der Trick, den wir nicht hinbekommen haben. Der Trick ist, dass wir mit einem Ice-Led, sozusagen mit dem Charge von Pinguin, uns auf die Plattform stellen, dann den Input von dem Hadouken machen und anschließend zurück auf Buster gehen mit dem Pause-Menü, was ich nicht gemacht habe. Und dann sozusagen ein Hadouken machen in der Luft. Deswegen nennen wir den Air Hadouken. Ihr seid beide momentan gleich auf. Also, ich weiß jetzt echt nicht, wer vorne ist momentan. Das ist echt, echt spannend. Die sind fast synchron, die beiden. Ja, wir haben uns abgesprochen. Wir wussten, was wir falsch machen. Ja, du bist wieder ein bisschen vorne, Berlin. Du hattest ein bisschen Mandrill Fight besser. Echt? Ja, also. Du hast ihn sofort eingefroren. Bei Fallen ist er hochgesprungen. Ach, Fyren. Warum springt er hoch? Ich hab gesagt, RNG. Nein. RNG. Octo is free, wie die Mega Man X-Runner sagen. Ja, einfach ein Hadouken ins Gesicht feuern, passt schon. So, jetzt darfst du deinen Mammoth machen. Jetzt darfst du dein Setup machen für den Mammoth. Haben wir dasselbe? Unten her und dann sofort. Genau. Ich bin fast in ihn reingedasht. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber ich bin fast. Ich weiß auch nicht. Ich bin noch nicht probiert. Geht bestimmt, wenn man dabei noch springt. Ja, bumm. Ich liebe dich! Heute schon gehakt, heute schon umarmt. Mal gucken, ob ich den Duken hinbekomme. Ah, ich hab den Backup bekommen. Ich hab einen richtig schwierigen Hadouken hinbekommen, der ist super schwer. Ja, Fallon hat's beim ersten Mal gepackt. Er hat den Dom-Duken hinbekommen? Nee, den Dom-Duken hab ich nicht. Aber der kam schräg auf mich zu. Genau, und meiner ist nicht runtergekommen und hat mich dann versucht zu crashen. Und ich hab ihn hinbekommen. Das ist super schwer, weil das ist echt Timing und das war Glück. Wie gesagt, es sind nur wenige Sekunden, die beide voneinander trennen. Das ist jetzt richtig spannend. Jetzt entscheidet sich alles kurz vorm Ende. Wer hatte bessere Pattern bei Sigma, bla bla, also dritte Phase? Ja, schauen wir mal. Wir müssen auch noch den Jedi hinbekommen, beide. Den Jedi Sigma, der ist auch nicht so einfach. Ne? So, beide Runde easy gelaufen. Maximal eine Sekunde, würde ich sagen. Auseinander. Hast du ihn hinbekommen? Ja. Ja. Wir haben ein Race, aber ein richtig knappes. Okay, Fyren. Mal sehen, ob die Claws uns erlauben, hochzukommen. Mal gucken.
Das ist jetzt echt spannend. Das ist richtig, richtig spannend. Jetzt ist RNG abhängig. Ich bin jetzt auch ganz ruhig. Time. Wäre ich nicht runtergefallen, hätte ich Time gehabt. Tyrone ist auch runtergefallen. Zwei, dreimal, einmal und kam dann erstmal nicht mehr hoch. Ich musste noch einen Subtank nehmen, deswegen. Sonst wäre ich früher gestorben. Und bei Tyrone sah es auch sehr, sehr gut. Dankeschön. Boy. Was für ein Race, ey. Ja, was für ein Race, ja. Super knapp auf jeden Fall. GG. Ich würde gerne nochmal den Swamps zeigen, den Carpet. Ich weiß nicht, ob uns das die Zeit erlaubt. Also wir haben Estimate, glaube ich, 43. 40 sind wir jetzt beendet. 45 habt ihr Estimate. Oh, 45 sogar. Dafür war es ziemlich schlecht, aber wir haben es hingekriegt. Aber ist gut, wir haben ein Race zum Ende gehabt. Tja. Wäre ich nicht runtergefallen, hätte ich, glaube ich, in der gleichen Zeit Time gesagt wie du. Na, dann zeig doch mal den Carpet den Leuten, damit die Leute wissen, was das Carpet überhaupt bedeutet. Ja, ich versuche ihn gerade. So, jetzt haben wir hier diese Plattform. Mit der Plattform können wir uns fast komplett über die gesamte Map teleportieren. Ups, jetzt habe ich es versaut. Normalerweise wird man jetzt den E-Tank einsammeln und dann könnte man weiterfliegen. Und diesen Glitch hat jemand gefunden und mit diesem Glitch kann man, glaube ich, 17 oder 18 Sekunden sparen im Vergleich zu der Route, die ich gespielt habe. Ja, und das macht das Ganze schneller. Und im Prinzip, um den Trick mal zu erklären, man grabt das Herz, geht dann hier runter und dann da oben ist so eine Kante, die quasi jetzt direkt unter mir steht. Und die Kante muss direkt am Ende des Bildschirms sein, also links. Und da musst du hochspringen und dashen und ja. Dann kommt da so eine Plattform. Genau. Und der Rahmen des Spiels denkt sich ja, das Herz müsste jetzt eine Plattform werden. Naja, es ist so, der Bumerang sozusagen greift, glaube ich, alles Mögliche, kann alles Mögliche greifen. Und greift sich dann, weil er denkt, dass die Plattform, es hat irgendwas mit dem Herz zu tun, greift er sich die Plattform am äußersten rechten Ende, glaube ich. Das hat irgendwas damit zu tun. Ja, wie gesagt, das Herz hat eine bestimmte RAM-Nummer und die Plattform ist eine Nebennummer des Herzes. Das weiß ich, habe ich mal nachgegoogelt. Ah, okay. Und dadurch geht das irgendwie in die nächste RAM-Nummer rein. Okay. Also ist ja alles 8-Bit mit Minusbereich, Plusbereich, bla bla bla, von 200 irgendwas oder so. So, suchen wir es nochmal. Ja, ich wollte euch ausreden lassen, ne? Ne, passt schon. Okay. Ich wollte euch verschwunden. Mann, könnt ihr viel labern, wenn der Tag lang ist. Ja. Nein, das passt eigentlich. Eigentlich hat Mopo vergessen, sein Headset zu entmuten. So, Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, Byron, Glückwunsch zum Gewinn des Races. Dankeschön. War ganz schön knapp. Das war... Oh ja. Bist du enttäuscht? Scheiße. Ein bisschen enttäuscht. Aber ich hatte ja auch auf Feiern gesetzt. Irgendwie. Genau, aber ganz ehrlich, holy shit, ey. Also ich muss sagen, da muss der Linie jetzt aber eine ordentliche Spende reinknallen. Knapp. Ich hab gedacht, ich hab echt schon gedacht, entweder macht ihr es so krass spannend, dass beide gleichzeitig Time machen. Ja, das wäre auch fast geworden. Das wäre geil gewesen, ne? Wenn ich ihn runtergefallen wäre, wäre es doch so geworden. Also ich hatte noch zwei Hits und ich war dann oben und wäre ich genau in dem gleichen Punkt wie Feiern zu Ende gewesen. Aber dann bin ich ja leider runtergefallen. Ohne Spaß, Respekt an euch beide. Großartiges Race. Habt ihr, glaube ich, für uns und für die Viewer wirklich spannend genug gemacht. Ja. Haben wir gut einstudiert, Berlin. Genau, ja, haben wir gut die letzte Woche so ein bisschen drüber geredet, genau. Ein bisschen abgestimmt uns. Ja, aber wir wollen ja nicht mehr so lange labern, weil ansonsten haut mir wenig gleich eine runter, dafür, dass wir dann wieder im Schedule-Verzug sind. Ja, das mache ich auch so, einfach mal auf Spaß. Nein, darfst du nicht, du hast heute Geburtstag. Alles klar. Gerade dann darf ich das. Alles Gute zum Geburtstag, danke fürs Zuhören. Alles Gute zum Geburtstag. Jo, danke schön, ja, Leute, das war Byron, Berlin Dude, mit Mega Man X 100%.
einem wunderschönen Race. Ich glaube, das wird sogar das Highlight des HitFMs, weil das war das knappeste Race, was ich jemals gesehen habe. Bisher. Und ja, wir gehen jetzt in die Pause. Wir sehen uns gleich bei Trine 2 und wünsche euch noch allen. Ja, also jedenfalls Fireman und Berlin Jude, vielen Dank fürs Race und wünsche euch noch einen restlichen Schlaf und guten Schlaf, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir uns dann gleich wieder zu Trine 2. Bis dann.